dass es viel zu wenige Kursplätze für zu viele Studenten gibt. Was sagt denn ihr als Studierendenvertretung dazu? Kein Kommentar. Ich denke, wir haben auf eure Anfrage geantwortet, dass wir kein O-Ton. Aber ihr vertretet doch die Interessen der Studierenden. Ihr werdet doch irgendwas dazu sagen können. Kein Kommentar. Und jetzt haben wir gehört, dass es wohl etwas zu wenige Kursplätze für die vielen Studierenden, jetzt haben wir ja eine Rekordzahl an Studierenden hier, gibt. Können Sie dazu schon was sagen? Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe es bei Ihnen gelesen und ich bin nicht sicher, ob das so ganz der Wahrheit entspricht. Okay, das geben wir weiter, danke. Was könnt ihr dazu sagen? Die Probleme sind nicht neu. Es gibt seit Jahren, sagen wir schon immer, dass die viel zu wenig Geld auch vor allem in die Geistes- und Sozialwissenschaften fließt. Und deswegen überraschen uns die Probleme nicht. Und das prinzipielle Problem ist, dass die bayerische Staatsregierung viel zu wenig Geld für die Studierenden bereitstellt und für die Lehre bereitstellt. Also wir als Studierendenvertretung, als Sprecherinnen und Sprecherrat sind gerade dabei, verschiedene Abstimmungen zu treffen, sowohl mit dem Lehrstuhl für Amerikanistik und Anglistik, als auch mit der Fachschaft, die genau für die Fakultät zuständig ist. Und wir als Sprecherinnen und Sprecherrat sind für alle Fakultäten zuständig und versuchen, das so ein bisschen zu koordinieren. Aber der Abstimmungsprozess braucht natürlich Zeit. Wir müssen herausfinden, wo sind die konkreten Probleme, wo können wir jetzt ad hoc was ändern. Weil leider wird wahrscheinlich die Staatsregierung jetzt nicht von heute auf morgen mehrere hundert Millionen zur Verfügung stellen, dass alle den Platz sofort bekommen, wir keine Probleme mehr haben. Danke für die Stellungnahme.